Hallo. So, mal schauen, ob der Livestream schon funktioniert. Wird gestartet. Ah, da ist er. Da ist er. Sehr gut. Ich wollte heute mal einen kleinen spontanen Live-Q&A machen. Genau, warte mal, ich muss hier nochmal gerade kurz das Bild einstellen, dass ich mich finde, damit ich eure Kommentare lesen kann. Wo ist er? Moment. So. Genau. Und zwar, in letzter Zeit hatte ich viele Nachrichten nämlich auch bekommen. Und hi. Sind ja abends sind echt immer schnell Leute da, witzig. Hallo an alle. Schönen guten Abend euch. Hi Anna, Stalina, Defender of the Voiceless. Hi, guten Abend. Bea oder Beor, wie spricht man das aus? Beor, Papillon. Natur pur. Hi. Schönen guten Abend euch. Ich wollte heute einfach mal, wie gesagt, einen kleinen Live-Q&A machen und auch erstmal in letzter Zeit nämlich habe ich viele Nachrichten bekommen und bin gar nicht so dazu gekommen, viele zu beantworten. Es sind einfach echt zu viele Nachrichten. Ich lese eigentlich jede Nachricht so und freue mich auch über jede Nachricht und ja, freue mich halt, wenn ihr schreibt. Aber ja, jeder einzeln zu antworten, schaffe ich dann wirklich nicht. Und gerade in Facebook gehen da halt manchmal irgendwie Nachrichten unter, deswegen seid mir da nicht böse. Ja, gerade in Facebook mit dem Newsfeed und so, das geht echt oft unter die Nachrichten. Genau. Und deswegen wollte ich hier einfach mal ein paar Fragen beantworten. Ja, also erstmal wollte ich noch ein paar, die ich in Facebook nämlich jetzt bekommen hatte. Eine nämlich ganz interessante. Die wollte ich mal zu Anfangs beantworten. Genau, aber vorher versteht ihr mich eigentlich alle ganz gut. Ihr könnt mal in den Chat schreiben, wenn ihr mich gut hört, ob das Bild alles gut übertragen wird. Genau. Ja. Hi, Jennifer. Ja. Alles gut, perfekt. Ja, schön. Genau, dann schaue ich mal kurz einfach auf die erste Frage. Die war nämlich aus Facebook, wie gesagt. Und da hat jemand geschrieben, 20 Jahre alt, das Studieren angefangen und jetzt gemerkt, dass es nicht so toll ist. Studium dann abgebrochen nach einem Semester und dann die Frage, ob ich glaube, ob es sinnvoll ist zu studieren. Und ich finde die Frage echt interessant. Und werde ich öfter mal gefragt, so, oh, ist es sinnvoll, soll ich die Ausbildung machen, soll ich das Studium machen und so weiter. Und ich werde da nie euch sagen, brech das Studium ab oder mach das Studium so. Das ist deine Entscheidung. Genau. Aber was das Wichtige ist, meiner Meinung nach, es ist völlig egal, was du machst. Es ist wirklich egal, was du machst. Es ist wie wenn du in Urlaub fahren möchtest. Stell dir mal vor, du willst, ja, in Urlaub fahren und dein Auto ist liegen geblieben. Du bist irgendwo auf der Straße, dein Auto ist kaputt, du hast eine Panne so. Was machst du so? Überlegst du dann, ob du nach Italien fährst? Überlegst du, ob du nach Spanien fährst? Ob du nach Schweden fährst? Überlegst du da, wohin du in Urlaub fährst? Oder ist es wichtig so? Nein, überhaupt nicht so. Es ist wichtig, dein Auto zu reparieren. Und wenn dein Auto repariert ist, so, dann ist es egal, wo du hinfährst. Wenn das funktioniert, wenn du ein funktionierendes Auto hast, dann ist es egal, wo du hinfährst. Und genauso ist es mit dem, was du machst, so. Ob das das Richtige ist, das zu studieren oder das andere das Richtige ist, es ist völlig egal so. Wenn du glücklich bist,
Dann kannst du einfach machen, was du möchtest. Ist egal, so, du bist eh glücklich. Aber erstmal solltest du dein Auto reparieren. Erstmal solltest du in den Zustand kommen, dass du immer glücklich bist. So. Und wenn du immer glücklich bist, dann ist es ja egal. Mach, was dir Spaß macht. Genau. Und deswegen ist es meiner Meinung nach wichtig, gerade am Anfang nicht so in irgendein Hamsterrad zu geraten, sondern wirklich zu schauen, sich Zeit zu verschaffen. Wenn deine Eltern dich sowieso unterstützen, sag doch einfach erstmal, hey, ich möchte ein Jahr reisen. Und dann schau, was dich glücklich macht, wie du glücklich wirst, aber wie du durch dich glücklich wirst und nicht durch irgendwelche externen Dinge. Ja, und ja, wenn das Auto wieder läuft, dann ist egal, dann kannst du hier machen, was du willst. Wenn du glücklich bist, dann kannst du wieder hier die Dinge erleben und erfahren, egal was. Ja. Genau, das war so die erste Frage. Ja, und ihr könnt auch jetzt einfach in den Live-Chat schreiben. Ach, Arthur ist auch da. Hi, Arthur. Cool. Worum geht's in dem Livestream? Ja, stell deine Frage. Live-Q&A. Genau, du kannst einfach deine Frage stellen. Ja, ich hatte gerade einfach Lust, mal online zu gehen, ein paar Fragen zu beantworten. Genau. Und ich hatte jetzt gerade die erste Frage einfach mal aus Facebook vorgelesen, weil in letzter Zeit bin ich, wie gesagt, nicht, ja, dazu gekommen, alle Fragen, also sowieso komme ich nicht dazu, alle Fragen zu beantworten. Ich lese die alle und freue mich da über jede Nachricht, die ihr schreibt in Facebook oder per E-Mail, egal wo. Aber ja, gerade wenn es längere Texte ist, ja, dann alles zu beantworten ist immer schwierig. Wo ich derzeit bin, ich bin in Deutschland, in Bayern. Genau. Ja. Oh, jetzt geht gerade ein Telefon im Hintergrund. Egal. Schon wieder vorbei. Ob ich Barfußschuhe habe? Ja, Barfußschuhe habe ich. Und zwar Vivo Barefoot, so Canvas. Die sind, finde ich, echt ganz schön. Wenn ich dran denke, stelle ich den Link nach mal und das Video. Genau. Und Barfußschuhe, ja, halte ich für wirklich sinnvoll. Einfach die ganze Haltung wird wieder normal barfuß laufen oder halt mit Barfußschuhen. Und auf dem Boden schlafen halte ich für so wichtig für die Haltung. Was hab ich heute so gegessen? Ist auch ein lustiges Thema so, weil ich auch wieder gemerkt habe, viele gehen, die Sache ist so verkopfter. Und heute habe ich ja einfach laufen lassen so. Ich habe einfach nur geschaut, worauf ich Lust hatte, und ich hatte unglaublich Lust auf Gurken. Und ich glaube, um bis 3, 4 Uhr oder so nichts gegessen. Und dann habe ich sehr viel Gurken über einen sehr langen Zeitraum gegessen, weil ich einfach im Moment merke, dass mein Körper so viel Wasser braucht und so viel ausscheiden möchte. Und ich habe einfach mal 8 Gurken gegessen. So, genau. Ja, ich schlafe ohne Kissen auch. Genau. Das ist die nächste Frage. Ja, also ohne Kissen schlafe ich und ich schlafe eigentlich auf dem Boden und als Unterlage im Winter. Also eigentlich schlafe ich gerne auf richtig hartem Boden. Und leg mir eine Decke drunter, einfach oder doppelt gefalten. Hier lege ich oft nur, in Deutschland lege ich oft mehr drunter, weil es einfach kalt wird. Der Boden ist kalt, wenn du, ja, gerade wenn irgendwie drunter der Beton ist. Genau, und im Winter. Deswegen lege ich dann oft ein bisschen mehr drunter, aber nur wegen der Wärme, so nicht wegen der Härte. Genau, oder lege mich dann auf einen dickeren Teppich. Genau. Ja. Also, ja, so schlafe ich. Okay, dann die nächste Frage von Live Now. Hast du viele Freunde, mit denen du verreist im Wechsel, oder sind es immer wieder dieselben Menschen, mit denen du gern verreist? Ich verreise auch gern mit denselben Menschen wieder. Und ja. Aber es wechselt halt so durch, je nachdem, wie der eine Zeit hat, je nachdem, wie es dem einen passt. Und dieses Jahr zum Beispiel bin ich in Sri Lanka gelandet und
Ja, eigentlich geht es mir immer nur darum, im Winter ins Warme zu gehen. Und da gehe ich eben meistens 3 Monate ins Warme. 2, 3 Monate. Dieses Jahr sind so 2,5. Da gehe ich jetzt dann im Dezember bald los und komme im Februar wieder. Genau. Nach Sri Lanka geht es eben diesmal. Also hatte ich auch schon mal in einem Video erwähnt. Ja. Ah, dann die nächste Frage hier. Du hattest damals immer kurze Haare. Hat es einen bestimmten Grund, warum du deine Haare nun wachsen lässt? Und wenn ja, wie lang sollen sie noch werden? Haare finde ich auch so ein interessantes Thema. Habe ich noch nie ein Video gemacht. Jetzt nicht nur die Kopfhaare, auch die Barthaare und alle Haare am Körper. Und ich meine, wenn man mal logisch drüber nachdenkt, so alle Haare am Körper haben ihre gewisse Form, Länge, Größe. Ich meine, die Augenbrauen zum Beispiel, die wachsen ja auch nicht einfach immer länger. Nee, die fallen mal aus oder so, aber die haben immer ihre Länge. Und genauso, ja, die Brusthaare, die anderen Körperhaare, alles hat so seine Länge. Und auch wenn man mal bei Naturvölkern sieht, manche Frauen, die Haare auswachsen lassen oder Männer, da gehen die Haare bis zum Hintern. Dann gibt es so ein Volk, da gehen die Haare bis zum Boden. Und ich glaube, so hat jeder wirklich seine natürliche Form. Und ich wollte einfach mal die Haare auswachsen lassen, so. Den Bart wollte ich erstmal noch zivilisiert lassen, ein bisschen angepasst, damit ich da nicht zu viel Sprüche mir immer einkassiere. Aber ich wollte die Haare auf jeden Fall mal auswachsen lassen oder mal schauen, wie lange sie wachsen. Bin ich mal gespannt. Und zum Beispiel gab es auch, weiß nicht, haben vielleicht schon einige gelesen, es gab so eine Studie mit Indianern, also das US-Militär wollte irgendwann mal Indianer als Späher einstellen und hat Tests mit den Indianern gemacht, ob die aufwachen, wie schnell die reagieren. Und die haben halt gemerkt, hey, wenn sich nachts zum Beispiel jemand anschleicht, dass die sofort aufwachen, wenn der nur in die Nähe kommt. Und die sind da ganz sensibel und sensitiv. Und als sie dann die Indianer sozusagen eingestellt haben und als Speer dann haben wollten und die denen die Haare geschnitten haben, haben die wieder die Tests gemacht und haben halt festgestellt, hey, die Indianer sind nicht mehr aufgewacht, die haben das gar nicht mehr gemerkt, wenn jemand kommt. Und ich denke, alles, was am Körper ist, hat auch Sinn. Und ich wollte einfach mal schauen, ja, was die Haare so machen. Und ich spüre im Moment eh immer mehr, was im Körper passiert. Und ja, ich wollte sie einfach mal auswachsen lassen, deswegen. Genau, das ist so das mit den Haaren. Ja, den Bart, den lasse ich dann vielleicht mal wachsen. Ich wollte den Leuten nicht zu viel auf einmal zumuten. Deswegen wollte ich erstmal die Haare auswachsen lassen und dann, wenn die Haare mal lang sind, man dann einen Zopf machen kann oder so, dann vielleicht mal einen Bart auswachsen lassen. Mal schauen. Mal gespannt. Ich möchte einfach selbst mal schauen. Ich meine, jetzt spüre ich noch nicht viel so. Ich kann vielleicht. Ja, könnte auch noch Einbildung sein, aber es ist, ja, ich möchte einfach mal schauen, einfach mal erfahren, so, ich habe sie noch nie auswachsen lassen, meine Haare, wollte einfach mal in meine natürliche Form kommen und dann mal schauen, genau. Ja, wie gesagt, das mit den Indianern ist ganz interessant, diese Studie, könnt ihr einfach mal googeln, Indianer, Haare wachsen, genau. Ja, aber ich wollte es einfach mal ausprobieren, einfach nur neugierig und wollte schauen, ob ich das merke. Genau. So, dann mal die nächste Frage von Frank. Wie stehst du zum Thema Tiny House? Den Miethaien, den Zahn ziehen und selber autark nahe zur Natur leben? Ja, ist, denke ich, ganz nett, einfach so sich so ein kleines Haus zu holen. Ja, ist eine schöne Möglichkeit. Ich habe mich damit selbst noch nicht näher befasst, aber ja, weil ich mich einfach im Moment noch nicht irgendwie festlegen wollte, irgendwas. Ja, genau. Aber ist, denke ich, einfach eine schöne Möglichkeit. Aber ansonsten habe ich da jetzt auch nicht näher zu einer Meinung. Ja, ich fände es auch ganz cool, in so einem VW-Bus mal zu leben oder so ein bisschen rumzureisen.
Mal schauen, ob das sich noch irgendwann so ergibt. Wie heißt der? Habe ich auch auf Kopangan getroffen. Total netter Kerl. Der hat es nämlich jetzt gemacht. Der hat einen Blog, bethechange.world. Ach, Robert Schlender, glaube ich. Ja, doch, Robert Schlender ist, glaube ich, sein Name. Der reist jetzt mit seiner Freundin irgendwie durch. Ich weiß nicht, jetzt war er gerade in Mexiko. Könnt ihr mal auf seinen Kanal schauen. Ich glaube, der Kanal, YouTube-Kanal heißt auch Be the Change. Punkt World. Robert Schlender vielleicht mal eingeben, findet er bestimmt. Und ja, der reist jetzt auch mit dem Bus, ja, mit seiner Freundin und Katze und Hund. Total cool, finde ich. Ich habe noch nie eine Katze reisen sehen. Das haben sie auch im Blog gesagt. So. Die Leute haben wahrscheinlich noch nie eine Katze mitreisen sehen. Die reisen mit Katze wie mit Hund. So, die Katze ist einfach immer überall mit dabei und geht mit. So. Ist echt, ja, voll schön. So. Hund Bodo und die Katze. Ich weiß den Namen noch nicht mehr von der Katze. Und ja, Reisen mit Katze und Hund, könnt ihr mal anschauen. Aber ja, so alternative Konzepte, da kann ja jeder schauen, was ihm gefällt. Finde ich schön, dün. Mal nächste Frage. So, Moment, nicht zu viel schreiben, sonst komme ich gar nicht nach mit den Nachrichten, mit den Fragen. Genau, das war zu Tiny House. Wie kommt man im Winter an Grün? Grünkohl bekomme ich nicht immer. Im Winter wächst doch auch noch ziemlich viel Grün. Also einmal Wildkräuter, also Brennnesseln wachsen hier gerade auch noch. Die stehen auch noch eine Zeit lang, denke ich. Und den ganzen Winter durch gibt es wahrscheinlich Brombeerblätter, wäre noch eine Möglichkeit. Und dann, ja, die ganzen Kohlsachen, Salat, Kohl. Was gibt es noch im Winter? Ja, halt Grünkohl und die ganzen Sachen. Irgendwie auf dem Markt mal schauen. Genau. Und falls du gar nichts findest an Einkaufsmöglichkeiten, aber eigentlich findest du ja so viel Regionales, wenn du mal, ich weiß ja nicht, wo du wohnst, aber wenn du auf irgendeinen Markt gehst, findest du ja eigentlich immer irgendwelche Salate, Grünkohl und Kohlsachen oder irgendwelche anderen grünen Sachen. Wirsing und. Ja, das, Wildkräuter und ansonsten könntest du dir halt irgendwelche Sachen bestellen. Irgendwelche, ja, grünen Pulver, falls die Entgiftung irgendwie zu stark ist, genau. Aber ansonsten eigentlich, ja, gibt's ja genug. Wenn, ja, musst dir halt nur eine Einkaufsmöglichkeit suchen. Ich meine, oder halt Wiese, Gras pflücken irgendwo, Brennnesseln, wie gesagt, Wildkräuter. Ja. Kommentierender KI. Muss ich meinen Körper erst reinigen komplett? Das ist die nächste Frage. Durch Rohkost, bevor ich Muskeln aufbauen kann? Nee, du kannst auch Muskeln während der Reinigung aufbauen. Kein Problem, kein Thema. So. Also ich habe das auch immer wieder selbst festgestellt, wenn ich trainiere, dann bauen sich die Muskeln auf. Und wenn ich sie nicht mehr brauche, dann bauen sie sich wieder ab. Der Körper baut einfach nichts, was zu vieles ab, auf. Der Körper ist ja effizient so. Das ist immer witzig, wenn Leute irgendwie eine Masse aufbauen wollen und eine, ja, Masse aufbauen. Normalerweise baut der Körper keine Masse auf. Ich meine, das ist wie, stell dir mal vor, kennt ihr noch irgendwie, damals gab es so riesen Telefone, Mobiltelefone, das waren noch irgendwelche so Funkdinger, wo du eine Antenne rausgezogen hast. Und irgendwann hat man mal Handys kleiner gemacht. Smartphones, ne? Hat vielleicht der eine oder andere mitbekommen, dass es jetzt so Smartphones gibt. Und dass es irgendwie angenehmer ist, ein leichtes, ein kleines Telefon mitzunehmen, das gute Technik hat, das effizient ist, haben die Leute festgestellt, dass das angenehmer ist, als so ein Handy mitzunehmen, wo irgendwie so eine riesen Antenne dran hat. Und deswegen der Körper, der baut das auf, was nötig ist. So, wenn du Muskeln aufbauen möchtest, dann trainierst du. Wenn du trainierst, dann baut der Körper Muskeln auf. Kein Problem. So. Auch mit Rohkost, du baust Muskeln auf, du baust Kraft auf. Kraft auf, okay? Aber ja, du baust halt keine Masse in dem Sinne auf, du baust Kraft auf. Klar, auch Muskelmasse, aber halt jetzt nicht so diese überdimensionierte Muskelmasse. Und wenn du zu stark entgiftest, dann baust du halt nicht so viel.
und so schnell Muskelmasse auch, aber das ist sehr wohl möglich. Also auch schau dir halt den Kanal von Rovegan am Limit an, von Patrick. Also da siehst du ja, du kannst ohne Probleme mit Rohkost Muskeln aufbauen und der Körper ist trotzdem nebenbei am Entgiften. Ja. Wenn man das möchte, so. Genau. Also ist auf jeden Fall möglich, klar. Gibt ja noch genug andere Beispiele. Patrick ist ja jetzt nur ein Beispiel. Ich glaube, ja, schau doch einfach mal. Markus Rotkranz zum Beispiel ist jetzt Englisch, aber Raw Vegan, irgendwie eine Muscle DVD oder so hat er. Auch der Mr. Universum oder so war auch irgendwie Rohköstler, veganer Rohköstler und isst nur wenig. Schaut euch mal Markus Rotkranz, gibt es mal ein, ja, Muskelaufbau, beziehungsweise auf Englisch halt. Genau. Jo, was haben wir denn dann noch? Natürlich und bewusst leben. Hi Tobi, ich habe auch Barfußschuhe und möchte sie nicht mehr missen und schlafe ebenfalls auf dem Boden auf einer Yogamatte und darüber eine Decke. Ich sitze auch tagsüber drauf. Ja, voll cool. Ja, gut. Ich sitze nämlich auch tagsüber jetzt so wie hier einfach auf dem. So, genau. Und Arbeit, während ich auf dem Boden sitze, habe den Laptop einfach vor mir auf einem Stuhl stehen, habe dann einen geraden Rücken. Genau. Oh, jetzt ist das Kabel gerade ein bisschen verrutscht, Entschuldigung. Deswegen hat es mal gerade gestört. Ich habe hier nämlich LAN-Kabel, da ist dieser Clipper weg und manchmal rutscht es so ein bisschen raus. Und weil ich gerade einen Laptop hochgenommen habe, ist Kabel so ein bisschen rausgerutscht. Genau. Warum sind Matratzen schlecht für die Wirbelsäule oder wegen der Erdung? Ja, wegen der Haltung, denke ich eher. Also ich habe einfach gemerkt, also es merkt eigentlich jeder, dass wenn er auf dem Boden schläft, dass nach ein, zwei Wochen spätestens, jeden, den ich kenne, dass er schneller erholt ist, dass er sich schneller ausruht. Die Muskeln können dann wirklich entspannen, wenn du auf einem harten Untergrund liegst. Also die Buddhisten machen das ja zum Beispiel auch. Die schlafen eigentlich nur immer, oder in Asien allgemein, die Leute schlafen auf dem Brett und dann eine Decke drüber. Oder die Matratzen sind in Asien allgemein noch viel härter, wenn sie dann jetzt mittlerweile halt Matratzen haben. Genau. Und dadurch können die Muskeln wirklich entspannen. Wenn du auf dem Rücken zum Beispiel liegst und dann liegst du wirklich auf dem Steiß unten auf dem Knochen praktisch und auf den Schulterblättern. Und die Muskeln können dann wirklich richtig entspannen. Und loslassen. Und genauso, wenn du auf der Seite liegst. Und dann liegst du eben auf dem Hüftknochen und auf deiner Schulter und die Muskeln können einfach entspannen, so. Wenn die Couch, wenn dein Bett alles zu weich ist, dann, ja, entspannt der Körper nicht richtig. Und du brauchst einfach länger, um dich zu erholen. Ja. Ich meine, in der Natur, wo du hast nicht immer irgendwie ein mega weich gepolstertes Ding. Unser Körper ist dafür gemacht, dass er auch auf hartem Untergrund sitzen und schlafen kann. So. Ja. Und deswegen, ja, wegen der Haltung einfach. Also wegen der Haltung halte ich einen Barfußschuh einmal und auf dem Boden schlafen für sehr wichtig. Dadurch kann sich alles erstmal wieder ausrichten. Und klar kann es sein, am Anfang, wenn du auf dem Boden schläfst, dass du erstmal Rückenschmerzen oder so bekommst, weil sich der Körper dann erstmal richten kann wieder, weil der dann die Möglichkeit hat, nachts auch Fehlstellungen wieder zu regenerieren. Und das ganze Skelett kann sich wieder, ja, richten. Ja. Ob ich auch barfuß laufe, genau, das war die nächste Frage. Im Frühling in Deutschland, wenn es wieder wärmer wird, in Deutschland trage ich halt oft Barfußschuhe, einfach weil ich nicht gerne auf Asphalt laufe mit den ganzen, die Füße sind danach dreckig und schwarz und dann gehst du im Haus rum und hast überall ja den Dreck und so und deswegen, ja, also eigentlich ziehe ich in Deutschland meistens dann ja halt dünne Barfußschuhe an. Genau. Außer ich bin halt irgendwie im Park oder so, dann ziehe ich halt die Schuhe aus. Genau. Ja.
So, was gibt's hier noch an Fragen? Hast du Erfahrung mit Schwefelkur von Dr. Probst? Dreimal einen Teelöffel reiner Schwefelpuder? Nee, keine Ahnung. Ich kenne mich, ja, mit solchen Sachen habe ich mich nie beschäftigt. Mit so Chemie war einfach nie so mein Thema und deswegen, da bin ich echt völliger Laie und kann dazu echt nichts sagen. Hab damit auch selbst keine Erfahrungen oder hab, weiß nicht, wie das sich bei Leuten ausgewirkt hat. Ich habe neulich aber das Video mit Patrick gesehen, mit Patrick und Dr. Probst, genau. Also von Rovegan am Limit, könnt ihr auch mal reinschauen, fand ich ganz interessant. Also ich habe es jetzt nicht, ich habe es einfach nur mal reingeschaut, weil ich die beiden mal zusammen sehen wollte. Und ich finde es auch schön zu sehen, wie man sieht einfach, wie klar die Augen sind bei Dr. Probst. Also anscheinend funktioniert's. Aber ich weiß es nicht. Ich kenne mich mit den Sachen nicht aus. Aber ich finde, die Augen wirken sehr klar bei ihm und einfach die Energie, die er so ausstrahlt. Er ist nur dieses Kindliche, diese Freude, die du bei ihm siehst. So. Ja. Also. Ja. Ansonsten kann ich dazu nicht viel sagen. Was haben wir hier noch? Aber kurze Haare ständen dir total gut. Also nicht, dass du jetzt schlecht aussiehst, aber kurz war nice. Danke. Ja, ich wollte es einfach mal wachsen lassen. Genau. Ich mag es irgendwie. Sonst hatte ich nie gelockte Haare als Kind. Ich hatte sie mal so ein bisschen länger, so. Also ein Stückchen kürzer als jetzt, hatte ich sie mal als Kind so. Das war das Maximum, was ich hatte. Und da. Da waren sie gar nicht gelockt, eigentlich ziemlich gerade. Und ich finde es auch interessant, dass die sich jetzt locken. Und mir gefallen die Haare im Moment. Und ich wollte es einfach mal auswachsen lassen. Genau. Und freue mich jetzt auch drauf, wenn ich in die Sonne komme und die noch blonder werden. So. Weil eigentlich hatte ich jetzt echt immer lange, wo ich sie immer geschnitten hatte, total dunkle Haare. Und jetzt werden die wieder total blond irgendwie. Als Kind hatte ich auch mal eine Zeit lang, wo ich dann immer halt viel draußen war, total blonde Haare. Ja. Gute Entscheidung mit den Haaren, mit der Beine wieder. Hat er auch lange Haare bis zum Hintern. Und jetzt wieder. Cool. So ein Livestream möchte ich auch mal machen. Natürlicher und bewusster Leben. Nö, was sollst du dabei beachten müssen? Du kannst dir umsonst ein Programm runterladen. OBS heißt es. Einfach OBS, drei Buchstaben. Das wird dir auch von YouTube vorgeschlagen, wenn du solche Livestreams machst. Du kannst einfach oben auf dein Kanalbild gehen, dann kannst du in dein Creator Studio machen und dann hast du links eine Menüleiste Livestream und dann kannst du über diesen Encoder, über das OBS, kannst du dann deinen Livestream senden einfach. Also ist einfach, schau dir einfach ein Tutorial dazu an, ist nicht schwer. Genau. Ja. Und man kann es, finde ich, echt ganz schön nutzen, einfach solche Q&As zu machen. Sind lange Haare nicht total unpraktisch? Nö, finde ich eigentlich nicht so. Also, wenn sie einem irgendwie im Weg hängen, kann man sich die zusammen machen, aber ansonsten, nö, finde ich jetzt nicht so störend. Ja. Was gibt's hier noch? Genau, hier hat man gehört, dass Haare wie Antennen sind. Genau. Ja, das ist auch so eine Theorie. Also, mal schauen, ob es stimmt. Ich bin da offen für alles. So. Mal schauen, ob ich was merke. Genau. Ach, Kevin ist auch da. Hi Kevin, schöne Grüße. Wie geht's dir? Ich lasse auch meine Haare wachsen und durfte mir auch schon Sprüche ohne Ende anhören. Naja, die Sprüche hören irgendwann schon auf. Das fand ich mal. Oh, ist der Livestream jetzt gerade ein bisschen am Haken?
Fand ich auch mal ganz interessant. So ein Yogi hat zum Beispiel mal gesagt auf die Frage hin, warum haben alle Yogis einen langen Bart und lange Haare? Und dann hat er gesagt, alle Menschen haben lange Haare und einen Bart. Nur manche schneiden sich ihren Bart halt ab. So, keine Ahnung, fragt die anderen Leute, warum sie ihren Bart abschneiden. So, das ist das, was an meinem Körper dran ist. So. Das ist eigentlich die Frage, so, warum schneiden wir das in irgendeine Form, so, warum schneiden wir es ab, was eigentlich an uns dran ist, so, wir schneiden unsere Hand ja auch nicht ab, weil wir da spüren, wenn wir die abschneiden, so, vielleicht sind wir einfach nicht mehr so sensibel und merken nicht mehr so wirklich, was wir da abschneiden, wer weiß, aber ich wollte es einfach austesten, genau. Aber das finde ich doch ganz schön so. Alle Menschen haben einen Bart und lange Haare. Manche schneiden es halt ab. Genau. Warum schneidet ihr es ab? Keine Ahnung. Ich lasse meinen Körper so, wie er ist. Das ist eher so die eigentliche Frage. Genau. Was denke ich über Permakultur? Ja, halte ich für sehr sinnvoll und finde ich auch total interessant. Habe mir da auch einiges mal zu angeschaut. Und es ist wirklich. Ja, abgefahren, was für Erträge da man erzielen kann und gerade wenn man für sich selbst anbaut, wie man sich um nichts mehr kümmern muss und einfach alles ganz natürlich von alleine wächst, ohne Probleme. Ja. Also Permakultur halte ich für sehr sinnvoll. Alles in der Natur wächst in Symbiose, so. Ja. Manche Menschen haben ja so Angst, dass Chaos entsteht, wenn sich um nichts gekümmert wird. Genauso in unseren Gärten. Da wird dann alles irgendwie gemacht. Du kannst Gärten so anlegen, dass du keine Pflege mehr für die Gärten brauchst. Das ist halt so der Unterschied zwischen einem Dschungel und sowas piekfein angelegten. Ein Dschungel, schaut ein Dschungel unordentlich aus? Das ist das reine Leben. Das sortiert sich alles automatisch und kommt ins Gleichgewicht. Aber es ist halt wild. Aber es wächst. Unglaublich. Und ja, Permakultur halte ich für sehr sinnvoll. Einfach, ja, die Natur weiß schon genau, was sie macht. Und da einfach auf gewisse Symbiosen zwischen gewissen Pflanzen zu achten und Gärten und so weiter so anzulegen. Ja, damit kann man unglaublich ertragreich anbauen. Und vor allem nachhaltig, ohne dass nach 10 Jahren der Boden kaputt ist und man dann gar nichts mehr drauf anbauen kann. So, was haben wir noch für Fragen? Wie hat sich deine Libido nach der Rohkosternährung verändert? Ich hatte ja schon mal ein Video dazu gemacht. Genau. Und ja, allgemein. In dem Video hatte ich ja, da war viel weniger an Libido da, jetzt ist eher wieder ein bisschen mehr da, aber es ist einfach so allgemein, die Sexualität ist nicht mehr so triebhaft. Vorher war ich von der Sexualität gesteuert und jetzt entscheide ich mich dazu. Also jetzt kann ich mir es aussuchen. Und es ist kein Zwang mehr. Also vor der Rohkost war für mich Sexualität, ein zwanghaftes Verhalten. Ich musste einfach, ich brauchte die Befriedigung so. Und wenn nicht, das war einfach da dieses Verlangen. Und wenn es nicht gestillt wurde, so egal wie, da war dann auch keine Sinnlichkeit oder sonst irgendwas dabei. Genau. Und jetzt ist es einfach eher, ja, es ist sinnlicher geworden und es ist nicht mehr so triebhaft, nicht mehr so zwanghaft. Das ist alles im Prinzip. Genau. Umweltfreundlich Wäsche waschen. Da kannst du einfach, habe ich gehört, ich habe selber noch nicht so viel ausprobiert, Efeu benutzen, machen viele. Eine Freundin hat es erzählt, Efeu oder auch Wascherde teilweise, habe ich schon mal gehört. Und
Ach, Pia von Kraftfutter habe ich mal ein Video gesehen. Die hat sich Waschpulver aus Kastanien gemacht. Also gibt es einfach mal auf YouTube ein: Pia, Kraftfutter, Kastanien, Wäsche, Waschen. Irgend sowas findet ihr dann mit Sicherheit. Oder auf ihrem Kanal Wäsche, Waschen eingeben: Pia von Kraftfutter. Genau. Das wäre noch eine Möglichkeit, wo mir da gerade so einfällt. Genau, mit langen Haaren friert man nicht so im Wind. Michael, hi. Du wolltest wissen, schon immer fragen, was ich von gekeimten Buchweizen, dritter Tag und Weizengrassaft sag. Beste Grüße aus Österreich. Schöne Grüße zurück. Gekeimten Buchweizen habe ich öfter mal so bei Freunden gegessen. Ja, angekeimten Buchweizen. Ich weiß jetzt nicht, wie, ob das dann 3 Tage alt war. Manche keimen den ja an und lassen den dann wieder trocknen. Und ich fand das echt ganz gut. Also ich würde da immer einfach auf den Körper hören. Genau, wenn es dich anspricht. Ja, mir hat es phasenweise echt gut geschmeckt. Genau. Ich höre dabei immer, ja, morgen habe ich Hunger drauf, heute nicht, je nachdem wie. Genau. Und allgemein denke ich, ist es wirklich gut, so gekeimte Sachen, wenn schon, zu essen. Ja. Die sind einfach lebendiger. Weizengrassaft habe ich selbst jetzt keine Erfahrung, die einzige Erfahrung war, da hat Henry bei Silke, auch sehr schöner Kanal, könnt ihr auch mal drauf schauen, Henry Lob. Genau, total gute Videos. Schaut da mal drauf. Der war bei Silke auch, hat auch mit Silke Leopold viele Videos. Und da war mal zusammen nach dem Potluck und da haben sie sich einen Weizengrassaft, so die Shots halt gemacht. Und ich muss sagen, ich habe es nicht runterbekommen. Ich wollte dran nippen an dem Weizengrassaft. Also ich glaube, es war Weizengrassaft, es war irgendein Grassaft. Und ich wollte dran nippen und beim Nippen ist mir schon dieser Würgreflex gekommen, als müsste ich kotzen, so, um es mal zu sagen. Ich weiß, also mich spricht's nicht an, so. Ich kann mir schon vorstellen, dass das vielleicht irgendwas löst an Giften und den Körper da in eine Richtung stimuliert, aber also ich habe es einfach nicht runterbekommen und ja, schon. Aber allgemein halte ich einfach viel Grün, gerade in der Umstellung auf Rohkost, für total sinnvoll, um die Entgiftung da zu puffern. Und die Ausleitung möglichst angenehm zu machen. Genau. Viel Grün, viel Wildkräuter. Ja, aber ich bin dann eher so der Typ, der das dann pur isst. Also wenn schon, gehe ich raus, zupfe mir irgendwie Brennnesseln ab und esse Brennnesseln einfach so direkt. Nehme die in die Hand, streich drüber, reib's ein bisschen, damit es nicht mehr brennt im Mund, und esse Brennnesseln direkt so. Also wenn schon, würde ich, also ich greife immer lieber zu ganzen natürlichen Sachen, weil ich denke, da kann man auch nicht unbewusst so leicht überdosieren. Gerade wenn man das dann richtig kaut. Also ich würde immer lieber zu Wildkräutern greifen, zu Grün und es so pur essen. Genau. Und das Gras würde ich jetzt auch nicht so pur essen, darum würde ich jetzt auch, ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es funktioniert, aber ich bin eher immer so auch der einfache Typ. Ich habe jetzt gar keine Küchengeräte mehr und ja, esse eher so, wie es ist, so wie es in der Natur vorkommt. Genau. Aber habe dann dementsprechend einfach da keine Erfahrung mit. Kann mir trotzdem vorstellen, dass das hilft bei, je nachdem, wo man sich halt gerade befindet. Was haben wir hier denn noch? Eine Bekannte von mir hat Krebs im dritten Stadium. Sie weiß über die Theorie der gesunden rohveganen Ernährung, hat aber keinen inneren Antrieb umzustellen. Auch wenn man Krebs hat. Das ist ja schon, Entschuldigung, wenn ich jetzt lache. Aber wenn man Krebs hat, im dritten Stadium, und dann nicht so einen inneren Antrieb hat, seine Ernährung vielleicht mal umzustellen und dann mal ein paar Dinge auszuprobieren, dann weiß ich nicht, was für einen Antrieb man noch braucht. Ja, also
Krebs im dritten Stadium, wenn das nicht Antrieb genug ist, da fällt mir jetzt auch nichts ein, so. Ja. Vielleicht im fünften Stadium, ja. Keine Ahnung, also. Ja, manche Leute rauchen auch noch weiter, wenn sie ein Loch im Hals haben, so. Ja, ich weiß nicht, manche Leute sterben lieber, anstatt was zu ändern. Keine Ahnung. Mehr Antrieb fällt mir jetzt nicht ein. Außer so viel Leiden. Ja. Okay. Aber wie, ja, was soll man da machen? Ich glaube nicht, dass du jemanden motivieren kannst, wenn der sich durch sowas nicht motivieren lässt. Jeder ist ein freier Mensch und kann für sich selber entscheiden. Und ich weiß nicht, ich habe echt erfahren, dass manche Menschen anscheinend so hohe Dosis an Leid brauchen, dass sie trotzdem nichts ändern, selbst wenn die Dinge so offensichtlich sind wie beim Rauchen oder so, kenne ich Leute, die dann halt weiter rauchen, auch wenn sie Krebs haben. Aber ja, ich meine, bei der Ernährung auf Rohkost umzustellen, das kann ich ja noch verstehen, dass das Leute erstmal nicht glauben können, dass normale Ernährung so ungesund ist. Aber beim Rauchen, das ist ja was, wo dir jeder sagt, so. Jeder in der Gesellschaft. Also, ja, das ist ja so offensichtlich schon. Und wenn man dann weiter raucht, wenn man Krebs hat. Genau. Ja, aber. Ja, jeder kann sich nur selber helfen. Und dann muss man auch mal davon loslassen, jemandem helfen zu wollen. Wenn der in so einem Stadium nicht motiviert ist, was zu ändern, dann, ja, du ziehst dich dann selber nur zu viel mit rein und, ja, lass dich da nicht runterziehen. Das ist alles, was ich da sagen kann. Wenn derjenige nach Hilfe fragt, gib ihm Hilfe. Sofort, gib ihm die Infos, die er braucht. Aber wenn er nichts ändern mag, lass davon los und lass dich davon nicht runterziehen. Das hilft auch nichts, wenn du auch noch schlecht drauf bist. Noch ein Menschen, der schlecht drauf ist in dieser Welt. Das bringt die Welt nicht weiter. Ja. So, was haben wir noch für Fragen? Ja, ist eine coole Sache mit dem Live-Chat. Also gefällt mir auch sehr, wie gesagt. So, warte mal jetzt nicht, dass ich eine Frage verpasse. Genau, Dr. Probst hat wahnsinnig ehrliche Augen. Ehrliche Augen, ja, finde ich auch. Schöne Ausstrahlung. Hast du eine Freundin? Ja, ich habe sogar eine Freundin. Ja. Genau. Zeit. Noch nicht so lang. Ein paar Monate. Genau. Was haben wir hier noch? Oh, irgendwie hackt die Verbindung gerade manchmal. Weiß gar nicht warum. Frank fragt, wie siehst du eigentlich so ein veganer Tag aus, ein rohveganer Tag? Der schaut total unterschiedlich aus. Es ist immer lustig, weil manche Leute, die sehen mich in der einen Phase, wo ich gerade wochenlang nur Gurken und Tomaten esse, und andere Leute sehen mich dann in einer Phase, wo ich irgendwie, keine Ahnung, 5 Avocados esse oder so. Und ich höre da wirklich mittlerweile einfach nur auf meinen Körper. So, der Körper sagt einem, was ihm zusagt und was nicht. Und meine Tage sind völlig unterschiedlich. Ich esse mal über Wochen, oder naja, eigentlich esse ich über Wochen ziemlich das Gleiche. Jetzt esse ich Äpfel, Gurken, Salat, Zucchini, gibt es gerade noch lokale, regional bei uns. Auf dem Markt hole ich immer Zucchini, Zucchini, Salat gerade. Einfach nur einen einfachen Kopfsalat, Zucchini. Tomaten gibt es gerade noch ein bisschen, ein paar deutsche, genau. Und ja, ansonsten habe ich irgendwie in letzter Zeit mir ab und zu wieder Chiasamen-Pudding gemacht mit einfach, ja, tiefgefrorenen Beeren.
Das merke ich irgendwie, habe ich manchmal total Lust drauf. Ich merke auch irgendwie, das saugt, glaube ich, schon alles Mögliche auf. Oder mit Flohsamenschalen, wenn man so einen Pudding sich macht. Genau. Aber ansonsten, in Thailand waren meine zwei Lebensmittel, die ich eigentlich hauptsächlich über 3 Monate gegessen habe, eigentlich nur Wassermelone und Kokosfleisch. Kokosnüsse und Wassermelone habe ich eigentlich nur über die 3 Monate gegessen. Und so einfach je nachdem, wo ich bin und wie mein Körper sich gerade anfühlt. Wenn ich merke, die Entgiftung wird irgendwann zu stark, dann habe ich wieder nach einer Zeit mehr Lust auf Fett. Dann esse ich wieder mehr, ja, sowas wie Chiasamen, Pudding. Oder jetzt habe ich mal angefangen, wieder öfter mal Avocado zu essen. Genau. Und da merke ich auch, ja, tut mir gerade gut einfach. Und was hatte ich sonst? Ansonsten halt je nachdem. Dann habe ich auch mal wieder Phasen, so bevor ich dann nach Thailand bin. Letztes Jahr habe ich dann einfach nur 2, 3 Monate nur Gurken und Tomaten gegessen. Ja, gar kein Fett über 2, 3 Monate. Genau. Also es ist echt, ja, sehr unterschiedlich. Entsafter habe ich keinen mehr. Ich habe gar keine Küchengeräte mehr. Genau. Ja, habe ich alle eigentlich mehr, ja, abgeschafft. Ich habe hier echt, ich habe im Moment einfach nur, ja, eigentlich benutze ich immer nur ein Schneidbrett, ein Messer und einen Schäler manchmal. Genau, das war's so. Und dann esse ich Apfel oder Gurken, Zucchini und alles eigentlich meistens höchstens 2, 3 Sachen gemischt. Ja, jetzt im Winter habe ich mir noch manchmal Alfalfa-Sprossen gezogen jetzt. Genau. Die finde ich noch am angenehmsten von den Sprossen. Ja. Kurz einen Schluck Wasser. Bisschen trockenen Mund vom viel Sprechen. Genau. Ja. Also entsaften tue ich jetzt gar nichts mehr, weil ich keinen Entsafter mehr habe. Ja. Ich habe einfach gemerkt, wenn ich mit Säften angefangen habe, dann habe ich irgendwie von früh bis abends Saft getrunken und es war irgendwie so, ja, hatte ich dann irgendwie keine Lust mehr drauf. Aber halte ich fürs Reinigen, um den Körper zwischendrin zu reinigen, gerade Gemüsesäfte, grüne Säfte, optimal so. Ja. So, was haben wir noch für Fragen? Liebe Grüße von Belgi aus Belgien zurück, Sarah. Wann ich gemerkt habe, okay, die nächste Frage, wann ich gemerkt habe, dass sich meine Augenfarbe verändert. Also das habe ich ziemlich nach, ja, nach ein paar Monaten dann schon gemerkt, dass sich da in den Augen was verändert. Und nach einem Jahr und so habe ich einfach gemerkt, die werden immer klarer und das sieht man bei jedem. Ich habe jetzt auch ein Video über Iris-Diagnose gemacht, das zeige ich euch dann mal. Total interessant einfach, was man da sehen kann. Wenn euch das interessiert, schaut mal. Dr. Morse ist ein Arzt in den USA, glaub, ich weiß nicht, Englisch auf jeden Fall der Kanal. Gebt mal Dr. Morse ein, Iris-Diagnose. Genau, hat total gute Videos. Und der entgiftet die Leute auch mit Wildkräutern und Früchten en masse, und du siehst, der zeigt dir die Bilder wirklich. Die Leute entgiften ihren Körper und braune Augen, weil manche haben nur vergiftete blaue Augen. Die werden dann braun, die Augen, blaue, wenn die vergiftet sind. Also es gibt auch ursprünglich, es gibt braune und blaue Augen, ursprünglich, aber bei vielen, wo man denkt, sie haben braune Augen, die haben ursprünglich blaue Augen und die sind einfach nur vergiftet. Genau. Und der zeigt da wirklich die Bilder, wie die Augen nach 1, 2 Jahren Reinigung immer mehr aufklaren. Die braunen Flecken werden immer kleiner. Und es ist total interessant. Du kannst da wirklich alles im Auge sehen. Also schaut mal auf den Kanal von Dr. Morse. 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 Genau. Dr. Morse. Wie Morsezeichen, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie man Morsezeichen schreibt. Genau. Ja. Und man sieht es wirklich echt, die Augen, die klaren einfach auf. Man sieht vor allem das Lymphsystem so gut im Auge.
Was ich jetzt im Winter esse, jetzt hier in Deutschland, habe ich jetzt mal angefangen, jetzt gerade halt noch viel Salat, Kopfsalat mit Gurken einfach. Gurken stelle ich mir da immer so rein und Zucchini. Zucchini, Gurken, Tomaten, Kopfsalat und Alfalfa-Sprossen habe ich mir jetzt manchmal gezogen. Genau. Das esse ich hier gerade so im Winter. Ach, und Avocado habe ich jetzt manchmal noch, genau. Das ist nicht regional, aber hatte ich manchmal jetzt einfach Lust. Und Nüsse waren mir dann oft zu trocken. Im Moment habe ich einfach totales Bedürfnis, wasserhaltig zu essen und keine dehydrierten Sachen und merke einfach, dass mir Nüsse gar nicht bekommen im Moment. Ja, aber wenn ich jetzt dann wieder in Sri Lanka bin, dann wird es wieder alle möglichen Früchte geben, Kokosnüsse. Ja, da freue ich mich wieder voll drauf. Kokoswasser. Oh, junges Kokoswasser, so lecker. Genau. Ja, ansonsten halte ich es aber wirklich immer für sinnvoll, auch saisonal und regional zu essen. Also mache ich auch größtenteils, ja, wie gesagt. Ja, hier waren es jetzt nur die Avocados. Eigentlich, genau. Die jetzt nicht regional bzw. saisonal sind. Ja. So, was haben wir noch für Fragen? Ich bin Student, wie kann ich auf Rohkost umstellen? Ich bin meist den ganzen Tag in der Uni und esse deshalb auswärts. Ist völlig egal, gerade als Student. Bin auch Student gewesen. Und Rohkost ist das Einfachste auf der Welt. Und du nimmst eine Banane, beste Fastfood der Welt, Banane, schälen, reinbeißen. Apfel, einfach nur reinbeißen, nicht mal schälen. So. Rohkost ist das Beste und Einfachste. Nimm dir ein paar Karotten, nimm dir ein paar Äpfel, nimm dir ein paar Gurken, nimm sie mit und isst die. Fertig. Dann kannst du dir als Student Sprossen keimen lassen. Wildkräuter, Sprossen, das Allerbeste. Genau, gerade als Student, wenn man vielleicht nicht so viel Geld hat. Völlig umsonst draußen Wildkräuter sammeln, Sprossen total günstig zu ziehen. Ja. Und mach dir einfache Sachen. Du kannst, ja, nimm dir halt was mit. Ist eh immer besser. Also, ja. Und man muss da auch nicht großartig was zubereiten. Am Anfang hat man da klar noch Lust drauf, dann macht es, aber es ist auch nicht nötig. Du kannst dir auch so einfache, banale, leckere Sachen machen. Genau. Ja, schreibe ich auch gerade noch E-Book dazu, den zweiten Teil von Schritt für Schritt zur gesunden Ernährung. Könnt ihr auch mal in den ersten Teil reinschauen, da ging es um die Umstellung auf vegan, also von Allesesser zu vegan. Und jetzt im zweiten Teil von dem E-Book geht es nämlich dann um die Umstellung auf Rohkost. Und es gibt so einfache und leckere Rezepte. Du kannst dir auch immer, wenn du was Dichteres willst, kannst du dir Nüsse mitnehmen, irgendwelche Trockenfrüchte. Genau. Das sättigt dann einfach, ja. Und du kriegst ja in jedem Laden, ich bin in der Uni dann immer nebendran in Teegut rein und hab mir da halt irgendwelche Nüsse, falls ich mal, oder was anderes geholt. Avocado, keine Ahnung. Avocado ist zum Beispiel auch ganz lecker. Nimmst dir eine Paprika mit? Du kannst es einfach so schnell einfach in die Tasche schmeißen, nimmst eine Paprika mit, dann kannst du da Alfalfa-Sprossen einfach reinschmeißen und drückst Avocado drüber, vielleicht noch Zitrone, wenn du willst. Pff, zwei Handgriffe gemacht und schmeckt total lecker. Dann hast du so ein Paprikaschiffchen mit Avocado drinnen. Da kannst du dir auch Karotten reinraspeln oder was auch immer. Es gibt so einfache und gute Rezepte, die so lecker sind, ohne großen Aufwand, dass man ja. Dass es für jeden möglich ist. Rohkost ist das Einfachste und Banalste. Ich meine, wenn du was zubereitest, wenn du was kochst, ist es immer mehr Aufwand, als nichts zu kochen. Ja. So. Was hältst du von Monogamie? Ja. Ich denke, ist eine ganz nette Lebensform so. Ich denke, die meisten sind ja schon mit einem Partner überfordert. Und manche wollen dann irgendwie drei Partner haben. Ey, schaffst nicht mal eine Beziehung richtig aufrechtzuerhalten.
Vielleicht lieber mal eine Beziehung richtig führen. Ja, da kann man sich vielleicht auch mehr konzentrieren. Aber ich, meiner Meinung nach muss das jeder für sich selber wissen. Ja. Für mich wär's zu viel Aufwand. Ja. Aber ich habe da, also Eifersucht ist bei mir gar nicht mehr. Sowas halte ich. Eifersucht ist für mich krankhaft. Und ein Zeichen von einem krankhaften Verstand. Also zum Beispiel Hildegard von Bingen, die hat noch als die größten Süchte, die zwei größten Süchte, die ein Mensch hat, hat Hildegard von Bingen Eifersucht und Habsucht genannt. Ja, Eifersucht und Habsucht so. Eifersucht, du willst jemanden besitzen und wenn der dann nicht mehr nach deinen Regeln tanzt, so, also sowas ist meiner Meinung nach, ja, unnatürlich Eifersucht. Ja, und wie gesagt, Hildegard von Bingen hat zum Beispiel Eifersucht als eine der zwei größten Süchte deklariert. Braucht man heute mal zum Arzt zu gehen und sagen, hey, ich habe Eifersucht, ich habe Habsucht. Der lacht dich aus. Ja, nee, aber ja, das ist vielleicht so mal meine Meinung zur Monogamie. Ja. Ich finde, jeder soll da machen, was sich für ihn richtig anfühlt und sich da nicht einschränken lassen. Aber ja, so dieser kleine Gedankenanreiz, so, wenn man nicht mal dazu fähig ist, einen Partner irgendwie damit klarzukommen, noch einen zweiten, weiß nicht, wenn man mit einem schon überfordert ist. Ja, wenn ich nicht mit zwei Bällen jonglieren kann, dann fange ich nicht erst mit drei schon an. Ja. Was ist der Sinn des Lebens für mich? Der Sinn des Lebens. Vielleicht gibt es gar keinen Sinn des Lebens. Der Sinn des Lebens, einfach zu erfahren, gut drauf zu sein. Was soll der für ein Sinn sein? Das Leben ist einfach nur fantastisch. So, wenn man sich mal anschaut, was ist das hier? Das ist so genial. Das ist so genial hier. Wenn man mal wieder sieht, die Welt, wie sie ist. Dann sieht man, wie genial es hier ist. Und dann möchte man, dass jeder diese gleiche Erfahrung wieder macht. Und deswegen teilt man dann so die Dinge, damit jeder das Gleiche wieder erfahren kann. Aber ansonsten, was soll der Sinn sein? Weiß nicht, gibt es einen Sinn? Der Sinn ist der, den man im Leben vielleicht gibt. Ich weiß es nicht. Ich weiß, was ich machen möchte. Aber den Sinn habe ich im Prinzip einfach nur selbst gegeben. Vielleicht. Also kann ich nur sehr vage beantworten. Vielleicht gibt es gar keinen Sinn. Wer weiß. Du bist super sympathisch. Dankeschön. Food for Life. Hast du am Anfang der Rohkosternährung viel abgenommen? Ja, schon. Sehr, sehr. Also, ja, was heißt sehr? Ich war immer dünn und dann für die Leute ist heutzutage dann eh sofort viel zu dünn und keine Ahnung, war jetzt nicht allzu viel Kilos, aber es war halt dann schon sehr, sehr mager. Ja. Ich bin immer noch nicht sehr dick. Ich bin so, wie ich mich wohlfühle. So. Ich kann mittlerweile sehr leicht zunehmen, wenn ich zunehmen möchte. Zum Beispiel habe ich in Thailand, wo ich viel Kokosfleisch dann gegessen habe und viel Fett, wenn ich das über längere Zeitraum mache, da habe ich das über 2, 3 Monate gemacht, da gehen dann schnell wieder Hamsterbacken drauf bei mir und ich nehme dann einfach einen gewissen Fettanteil zu. Für die Leute war es dann oft normal wahrscheinlich und ja, so, ich habe dann auch gemerkt, so das Bild, wie die Leute mich sehen, ist viel angenehmer so, weil die nicht so dieses, ja, weil die halt noch dieses Bild im Kopf haben, dass man dicker sein sollte. Aber ich muss sagen, als ich dann so viel zugenommen hatte mit Fett wieder, ich wurde einfach lethargischer und hab den Körper nicht mehr so gut gespürt und der war wie betäubt. Und deswegen habe ich einfach wieder weniger Fett gegessen. Ja. Und so fühle ich mich einfach wohl. Also ich kann sehr schnell zunehmen, wenn ich möchte, kann ich zunehmen. Aber ich fühle mich dann nicht mehr wohl. Ich kann mit fettiger Rohkost zunehmen, ohne Probleme. Also wer das möchte, kann das dann machen.
geht dann sehr leicht. Wenn der Körper mal gereinigt ist, dann ist er ganz sensibel und ja, dann ist er echt sensibel und du kannst dann sehr schnell mit Fett zunehmen. Und Umfeld war wohl das Schwierigste, auch heutzutage noch. Umfeld ist das Schwierigste, mit umzugehen bei so einer Umstellung. Und ich würde dir immer raten, bei der Umstellung auf Rohkost, dir einen geschützten Raum für dich zu nehmen. Alles, was neu ist, alles, was frisch ist, alles Lebendige, Neue, was gerade gekeimt ist, was gerade geschlüpft ist, was gerade auf die Welt gekommen ist, braucht erstmal Schutz und Geborgenheit. Ein Mensch, der auf die Welt kommt, der braucht erstmal einen Schutz von seinen Eltern. Und genauso ist es mit so einer Umstellung. Du brauchst erstmal eine Festigkeit, du brauchst eine gefestigte Persönlichkeit und Stabilität. Und deswegen schau, dass du dir da deinen Schutzraum nimmst eine Zeit lang, um dich tief zu verwurzeln, sozusagen, in dieser Lebensweise. Damit du irgendwann dann auch rausgehen kannst und da nichts mehr passieren kann. Wenn du tiefe Wurzeln hast, wenn du ein fettes Wurzelwerk hast, wenn du als Baum ausgewachsen bist, dann schlägst du da mal einen Ast weg, dann schlägst du da sogar den ganzen Stamm weg und das treibt aus, weil ein Wurzelwerk da ist. Also nähr deine Wurzeln, schau, dass du stabil wirst und gerade in der Persönlichkeit und schau, dass du dir dann auch Schutz nimmst in so einer Phase, gerade am Anfang. Ja, und das ist so mein Tipp. Also Umfeld ist eh das Schwierigste heutzutage, weil das keiner versteht, weil das ein Spiegel für jeden ist. Dann müssten sie vielleicht auch was ändern. Die sehen halt, dass da jemand plötzlich irgendwie alles in Frage stellt, sozusagen. Du sagst ihm ja sozusagen, hey, alles, was du ganz normal als gang und gäbe empfindest, ist alles schlecht, sozusagen, weil du es komplett anders machst. Diesen Spiegel hältst du dem damit vor. Und da wirst du immer auf Gegenwehr stoßen. Und sobald, ja, wenn du das noch nicht erkannt hast und da noch nicht so gefestigt bist, ja, dann kann das sehr anstrengend sein, aber damit lernt man einfach mit umzugehen. Andere werden immer irgendeine Meinung über dich haben. Aber nur weil das jeder sagt, wird es nicht richtig. Wenn du irgendwie als Adler unter Wölfen groß wirst, und dann einfach nur immer imitierst, was die Wölfe da machen, dann wirst du nie fliegen können. So. Schau auf dich und dann kannst du wirklich, wirklich was entfalten. Dann kannst du deine Persönlichkeit entfalten, wenn du auf dich schaust, dass du dich verbesserst. Nicht, dass du dich mit anderen vergleichst. Wenn du immer nur dieser Wettkampfgedanke, wenn du immer nur ein Stückchen besser sein willst als jemand anderes, dann wirst du immer nur einen Schritt schneller laufen als der und wirst vielleicht gar nicht rausfinden, zu was du möglich bist. Vielleicht bist du in der Lage zu fliegen, wer weiß. Aber nee, du läufst immer nur einen kleinen Schritt schneller. Vielleicht könntest du viel schneller laufen. Aber dann siehst du den anderen gar nicht mehr. Das ist einfach nur eine psychologische Sache. Wenn du, genauso wie beim 100-Meter-Lauf, wie lange diese Hürde nicht geknackt wurde, unter 10 Sekunden zu laufen. Und dann macht's einer, dann ist es völlig normal, dann läuft jeder das unter 10 Sekunden. Einfach nur diese geistige Blockade. Wenn du bei dir schaust, was möglich ist für dich und jeden Tag einen Schritt weiter gehst, jeden Tag einen Schritt dich verbesserst von deinem Standpunkt aus, dann kannst du wirkliche Dinge erreichen, die niemand für möglich gehalten hat. Aber wenn du dich immer mit irgendwelchen anderen vergleichst, dann schaust du immer nur, dass du ein bisschen besser bist als der andere und du verpasst die besten Möglichkeiten. Anni fragt, zur nächsten Frage jetzt, hast du schon mal eine Parasitenausleitung gemacht? Jein, sozusagen am Anfang der Rohkost habe ich umgestellt mit dem 3-Tages-Wasserfasten und dann habe ich wirklich die ersten ein, zwei Monate gar nichts an Kohlenhydraten, gar nichts an süßen Sachen gegessen, gar kein Zucker, weil Markus Rotkranz mit dem Buch habe ich umgestellt, Heile dich selbst. Und der empfiehlt halt auch am Anfang, der geht da viel auf Parasiten und auf Candida und sowas ein. Und dann wollte ich auch mal auf Nummer sicher gehen und habe wirklich 2 Monate nur grün gegessen, gar kein Zucker. Ich habe nämlich mal einen Apfel in meinen Smoothie rein. Genau.
Das habe ich halt mal ausprobiert, aber im Grunde, ich weiß nicht, ich denke, das Milieu passt sich eh dann an, wenn du dauerhaft deine Ernährung umstellst. Du musst einfach nur dranbleiben. Es verändert sich sowieso. Also ich weiß nicht, ich glaube, so Parasitenkuren halte ich für nicht so sinnvoll in dem Aspekt, dass die meisten Leute das nur aus reiner Angst heraus machen. Nur aus Angst so, oh, das sind irgendwelche bösen Wesen in mir und da muss ich irgendwas loswerden. Hey, mach's, weil du dich dann gut fühlst. Aber dieses Angstdenken, so diese negative Motivation, ja, weiß nicht. Gut, manchmal kann auch einen die falschen Gründe zu was Guten bringen, aber ja, bei vielen läuft es aus so einer Angst heraus. Ja. Und es gibt auch gute Parasiten, genau. Das dürfen wir nicht vergessen, so. Es kommt einfach immer nur aufs Gleichgewicht drauf an. Ja. Und ich würde mich da nicht zu viel auf sowas fokussieren. Ja, das regelt sich sowieso, denke ich. Klar, einfach Reinigungskuren machen, Fasten sowieso. Und dann regelt sich das eh. Wenn ihr mal mehr Fastenphasen macht, gerade längere Fastenphasen, dann regelt sich das auch mit den Parasiten. Jo. Was haben wir hier noch für Fragen? Welches Wasser trinkst du eigentlich? Achtest du auf Fluorid? Wenn ich Wasser trinke, achte ich darauf, dass es Quellwasser ist, dass es kein Leitungswasser ist. Genau, das allerbeste Wasser ist eigentlich Pflanzenwasser aus Früchten. Das Zellwasser, das in jeder Pflanze enthalten ist, ist das beste Wasser, was du zu dir nehmen kannst. Das strukturierteste. Also Wasser Nummer eins, Wasser aus Pflanzen. Du solltest wasserhaltig essen. Das ist der erste Punkt. Und wenn du wasserhaltig isst, dann wirst du feststellen, dass du eigentlich kaum mehr Durst hast. Du brauchst das Wasser nur, um die Gifte auszuleiten. Flüssigkeit, Schleim, über Schleim werden immer die Giftstoffe ausgeschieden. Genau. Und du wirst merken, wenn du mal Salz weglässt, dehydriertes, gekochtes Essen ist immer dehydriert. Durch den Kochprozess geht Wasser verloren. Und dein Körper hat 70% Wasser, mindestens 2 Drittel Wasser. Und alles, was du isst, jedes Essen, was du isst, sollte über 70% Wasser enthalten. Ich merke das mittlerweile ganz genau. Wenn ich was Dehydriertes esse, dann bekomme ich Durst. Wenn ich nichts Dehydriertes esse, was unter 70% Wasser hat, dann habe ich keinen Durst. Wenn ich nichts Salziges esse, wenn ich nichts Fettiges esse, wenn ich nichts Dehydriertes esse, dann habe ich keinen Durst. Und ich habe das erste Jahr in der Rohkost gar nichts getrunken. Null. Und auch jetzt, ich trinke vielleicht zwischen 0 und 500 Milliliter am Tag. Ja. Wenn du nichts Dehydriertes, wie gesagt, Salziges, Fettiges isst, dann brauchst du das nicht. Du wirst einfach feststellen, dass du keinen Durst mehr hast, nicht mehr so viel. Ich trinke so viel, wie ich Durst habe. Würde ich jedem raten, so viel zu trinken, wie er Durst hat. Und das Wichtige ist auch die Energie, die du da reinsteckst in das Wasser. Ob du das genießt. Ihr kennt bestimmt mittlerweile alle diese Versuche von den Bildern, von dem Japaner Emoto, der das erste Mal dann Bilder von der Struktur vom Wasser gemacht hat. Je nachdem, was für Gedanken du in das Wasser reinsteckst, ja, dementsprechend ist die Struktur dementsprechend harmonisch oder disharmonisch. Und da könnt ihr einfach nachschauen. Ich würde schauen, dass das Wasser wieder energetisiert ist. Leitungswasser würde ich vermeiden. Allein die Struktur ist verändert dadurch, dass das um rechte Winkel geht. Normalerweise in der Natur, Wasser geht nie um rechte Winkel und wird nie durch eine Leitung gepresst. Und dadurch ist das Wasser schon einfach nicht mehr natürlich strukturiert. Und deswegen würde ich da wirklich schauen. Das Beste wäre natürlich Quellwasser eigenes zu holen. Ansonsten Lauretana soll noch eins der besten sein und San Leonard. Genau, das sind die zwei, die ich auch ausprobiert habe und die finde ich ganz gut. Ja, genau. Aber ansonsten auf jeden Fall Glasflaschen Wasser kaufen, keine Plastikflaschen. Ja, das ist so das Wichtigste. Wasserfilter habe ich selbst keine Erfahrungen mit, also außer dass ich manchmal von anderen Leuten aus dem Wasserfilter Wasser gefiltertes Wasser getrunken habe und fand es auch manchmal sehr lecker. Ja, aber ich denke,
wenn man das Geld nicht hat, ist nicht unbedingt nötig. Das Beste ist immer noch Quellwasser, ja, oder halt Fruchtwasser, Pflanzenwasser, ja. Hattest du bis jetzt keine Mangelerscheinungen? Woher willst du es wissen, ob du eine Mangelerscheinung bekommst, wenn du Sprossen und Säfte weglässt? Mangel. Für mich gibt es nur Harmonie, Disharmonie, Gleichgewicht, Ungleichgewicht und Mangel. Mangel ist meistens eigentlich nur Ausscheidung, vermehrte Ausscheidung von Giften, meiner Meinung nach. Aber ja, also ich habe kein Mangeldenken mehr und ich merke, wenn es mir gut geht. Ja. Ich brauche da keine Messinstrumente mehr. Ich spüre meinen Körper. Ja. Ist eine Banane denn nicht auch Schleim bilden? Man muss echt nicht, hör auf den Körper, man muss nicht auf sowas achten wie, hey, wenn du Lust auf Bananen hast, es gibt tausendmal schlimmere Sachen als Bananen. Vielleicht kommt irgendwann der Punkt, dass in dem Moment eine Banane dir nicht gut tut. Alles, was gerade dein Körper nicht braucht, ist immer falsch. Auch wenn es die besten Früchte der Welt sind, so. Oder wenn es die besten Sprossen der Welt sind oder was auch immer, Wildkräuter. Wenn dein Körper gerade dir nicht signalisiert, dass er was essen möchte, dann ist es immer falsch zu essen. Ja. Ich kann Früchte überhaupt nicht leiden, aber Gemüse ist toll. Ja, dann ess erstmal Gemüse. Sehr gut. Vielleicht hast du irgendwann auch Lust auf Früchte. Bei mir wechselt es auch ständig durch, auf was ich Lust habe. Der Körper sagt dir das irgendwann schon. Vergesst mal diese ganzen Konzepte, diese ganzen verkopften Konzepte. Gesundheit ist was so Einfaches und Banales. Jedes Tier schafft es, gesund zu sein. Gesundheit, jede Zelle deines Körpers ist auf Gesundheit programmiert. Der Punkt ist, wir haben so viel, wir haben unglaublich viel in Krankheit investiert. Wir investieren jeden Tag alle paar Stunden in Krankheit. Ständig. Mit unserer Lebensweise, mit dem, wie wir leben, wo wir leben, was für eine Luft wir atmen, wie wir uns bewegen, was wir essen, was für Gedanken wir haben, investieren wir jeden Moment als normaler Mensch in unsere Krankheit. Aber normalerweise, wenn du einfach nur wieder zu einem natürlichen Lebensstil gehst, Gesundheit ist ein Normalzustand. Jedes Tier weiß, wie es gesund wird. Und dazu braucht man nicht den Kopf. Du brauchst keinen Verstand, um gesund zu werden. Jedes Tier schafft es. Auch die Tiere mit wenig Verstand, mit wenig Intelligenz. Gesundheit hat einfach nur was mit deinem Körper zu tun. Dein Körper kannst du einfach nur heilen, indem du einfach nur wieder zurück zur Natur gehst. Das ist einfach und banal. So, was haben wir noch für Fragen? Wie stehst du zum Statussymbolen und dem Satz Kleider machen Leute? Man kommt mit nichts auf dieser Welt und man geht mit nichts auf dieser Welt, von dieser Welt. Alles, was wir an Statussymbolen haben, ist einfach nur irgendwas, wo wir ansammeln, uns irgendwo hinstellen und dann wieder irgendwo anders verteilen. So. Alles, was wir jemals an Materiellen bekommen haben, haben wir irgendwie angesammelt und wenn wir wieder gehen, dann nehmen wir es auch wieder nicht mit. Also Statussymbole halte ich nichts von. Ich hole mir die Sachen, die ich benutze, die nehme ich und benutze die. Es ist, ja, für mich gibt es so ein Konzept wie Besitz nicht. Wie stehst du zum Thema Chemtrails? Ja, kann schon sein. Also, aber so wie sich die Leute damit beschäftigen, mit Chemtrails, halte ich es für nicht sinnvoll. Und halte es auch nicht für sinnvoll, über sowas zu reden.
weil die Leute sich einfach nur aus einer Negativität heraus mit sowas beschäftigen. Und ja, deswegen brauche ich da eigentlich gar nichts weiter zu sagen. So, also, ja, Chemtrails kann sein. Wer weiß. Auf jeden Fall, was verändert es für dich? Was kannst du machen, um die Welt positiv zu verändern? Ist doch egal, ob da oben irgendwie Chemtrails sind oder nicht. Du kannst darüber irgendwie ablästern oder so. Änder dich erstmal. Wenn du dich geändert hast, dann kannst du andere Menschen ändern. Wenn du in einem, jeden Moment in einem glücklichen Zustand bist, schau erstmal, dass du dahin kommst. Das ist alles, was du zu machen hast. So. Schau nicht, dass du dich über irgendwas mit dem Äußeren beschäftigst. Schau erstmal, dass du in den Zustand kommst, dass du jeden Moment glücklich bist deines Lebens. So. Als Kinder kennen wir das noch, da muss noch irgendwas passieren, dass wir unglücklich sind. Und ja, du kannst dich wirklich in den Zustand bringen, dass du einfach jeden Moment glücklich bist. Schön, dass die gute Laune ansteckt. Okay, nächste Frage. Hast du auch eine Art Bewusstseinserweiterung, seit du Rohkost isst? Quasi eine Art Schub in ein anderes Level? Ja, definitiv öffnet Rohkost. Oder einfach die Reinigung von deinem Körper, ein natürlicher Lebensstil. Wenn du deinen Körper entgiftest, dann öffnet es für dich wieder die Möglichkeit, ganz andere Dinge wahrzunehmen. Du wirst sensibler für gewisse Dinge. Du kommst wieder ins Gleichgewicht und du kannst, ja, mit einem guten Werkzeug, mit einem Ferrari, mit einem richtigen Auto, das gut läuft, das nicht klappert. Damit kannst du an jeden Ort gehen, wo du willst. Damit kannst du in Bewusstseinsebenen viel besser reingehen. Du kannst dich viel besser, viel effektiver selbst erfahren und viel schneller weiterentwickeln. Ja. Genau. Anna. Anna fragt, was ich von Allergien halte. Da gibt es sehr schön von Walter Schaube. In dem Buch Kerngesund ohne Umwege. Unter meinen anderen Videos habe ich es auf jeden Fall verlinkt. Unter dem weiß ich gar nicht, ob es drunter steht. Und er sagt auch, Allergien kann man eigentlich froh drüber sein. Also es gibt, denke ich, schon verschiedene Arten von Allergien. Aber im Grunde sagt der Körper dir einfach nur, hey, isst es nicht, weil es ungesund für dich ist. Oder ja. Oder der andere Fall, bei Früchten zum Beispiel, kann ich mir vorstellen, dass die Leute da einfach nur eine Allergie haben, weil die zu stark entgiften und dann kommt einfach direkt zu viel Dreck raus. Ja. Aber allgemein, Allergien finde ich ein komisches Konzept und weiß auch nicht, was da sich wieder jemand ausgedacht hat. Ich denke, das ist eine natürliche und gesunde Körperreaktion in dem Falle. Ja. War ich schon mal auf einem Rainbow Gathering? Nee. Bedeutet Geld für dich Freiheit? Ja, in einem gewissen Maße. Geld bedeutet für mich, ja, dass ich gewisse Dinge viel besser umsetzen kann. Mit Geld kann ich einfach viel mehr Menschen erreichen, viel mehr verändern in der Welt und ja, dafür ist Geld notwendig, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Ja. Genau. Isst du nur Bio-Ware oder auch konventionell? Ich esse auch konventionell manchmal. Je nachdem. Ich esse bevorzugt Bio, aber am bevorzugten esse ich wirklich regionale Sachen von Märkten, auch wenn die manchmal nicht bio sind. Ich merke einfach, wie lebendig was ist. Und ich merke, was für eine Kraft das Obst und Gemüse oder der Salat oder was auch immer ausstrahlt. Und ich esse einfach nur lebendige Nahrung, das, was wirklich Energie hat.
Ich esse lieber eine regionale, konventionelle Gurke oder von jemandem, wo ich weiß, hey, das ist vielleicht nicht zertifiziert Bio, aber trotzdem spritzen die nicht so oft. Genau. Da merke ich oft, dass mir das besser tut als irgendwelche Bio-Ware, die total 3 Tage im Laden rumlag und schon am Gammeln ist irgendwie und in Plastik verpackt oder so. Also jetzt nur so als Extremfall. Aber bevorzugt esse ich Bio, ja. Aber viel wichtiger ist mir noch einfach die Energie, dass das lebendig ist, was ich esse. Jo. Wie soll man zur Natur zurückkehren? Naturgemäß leben und sich trotzdem in dieser Gesellschaft zurechtfinden und nicht von allen als verrückt erklärt werden. In der Gesellschaft von Verrückten wird man als normaler wahrscheinlich immer als verrückt erklärt werden. Und es ist wichtig, dass du an den Punkt kommst, Lea, dass du merkst, dass dir jeden Moment bewusst ist, hey, nur weil es alle machen, wird es dadurch nicht richtig. So, wenn ich eine Lüge ständig wiederhole, wird sie nicht richtig. Wenn ich als Vogel, ja, unter Wölfen groß wäre und immer nur auf die Wölfe schaue, dann werde ich nie rausfinden, dass ich fliegen kann. Schau einfach auf dich. Schau, was dir gut tut. Schau, an welchem Punkt du bist. So, das, was im Außen ist, das ist einfach nur das Befinden von den anderen, was die machen. Das heißt nichts über die Richtigkeit. Ja. Und ja. Na, wo ist die Frage jetzt hin? Was war noch da gestanden? Genau. Ja, manche Leute werden dich immer für verrückt erklären. Das ist, ja, denen ihre Sache. Ja. Es wäre ja schade, wenn man in einer Welt voll Verrückten nicht als verrückt erklärt wird. Wenn man von Verrückten als normal erklärt wird, dann ist man verrückt. Ja. Genau. So, was haben wir noch? Freut mich, dass dir der Q&A gefällt. Ja, schau dir gerne noch die anderen an. Hat mich eh gewundert, dass die Frage jetzt noch nicht kam, bis jetzt. Warum heißt du jetzt Ion? Warum habe ich meinen Kanal umbenannt? Die Frage bekommst du in dem Video beantwortet in 2 Tagen, am 29. am Mittwoch. Genau. Ja, warum ich jetzt Ion heiße. Warum ich den Kanal umbenannt habe. Ja, kommt in 2 Tagen das Video. Und danach sind dann auch die Trailer immer, der Anfangstrailer mit Ion, genau. Und den Namen geändert, ja. Wie am besten mit negativen Menschen umgehen? Ja, nicht runterziehen lassen. Wie du dich fühlst, ist immer nur deine Sache. Es ist wirklich egal. Es ist egal, wer und was um dich herum ist. Du kannst dich in jedem Moment gut fühlen. Wenn du wieder, es ist immer nur eine Einstellungssache. Guck mal, wenn du irgendwo sitzt und dann erzählt dir irgendjemand was, dein Lehrer, und stell dir jetzt mal vor, du sitzt einfach in Spanien in der Schule und der redet Spanisch. Und regt sich über irgendwas total auf. Und du kannst einfach nur drüber lachen, weil du kein Wort davon verstehst. Es ist immer nur deine Wahrnehmung, deine Einstellung, der Kontext, wie du irgendwas wahrnimmst. Wenn du irgendwie einfach nur siehst, da kommen gerade irgendwelche Laute aus dem seinen Mund raus. Eigentlich ist es doch total witzig, wie sich da jemand aufregt. Da kommen irgendwelche total wirren Laute so raus. Und es ist immer nur deine Einstellung, wie du die Dinge wahrnimmst. Ob du glücklich bist, ist immer nur deine Einstellung. Als Kind, guck mal, wenn du dich zurückerinnerst, da muss irgendwas passieren, da muss dich irgendjemand schlagen oder was weiß ich. Oder du hast kein Essen, dann bist du unglücklich. Aber ansonsten bringt dich nichts aus der Reihe. Ein Baby, das schaut einfach dich an und du machst irgendwelche Sachen und das lacht.
Ja, und wenn du es nicht gerade irgendwie anschreist und erschreckst so direkt vor der Nase, dann weint es nicht so. Aber du kannst es wirklich in jeder Situation bewusst, ja, erzeugen. Es ist immer nur deine Einstellung, wie du die Dinge siehst, so. Du kannst in allem was Positives sehen. Ja, also einfach nicht beeinflussen lassen. Wenn Leute negativ drauf sind, dann ist es ihr Ding. Du kannst trotzdem gut drauf sein. Der Mensch ist kein Einzelgänger. Nee, muss er ja nicht. Du kannst dich ja mit Menschen umgeben. Ja. Und wie gesagt, du kannst immer gut drauf sein, auch wenn jemand anderes schlecht drauf ist. Anna, ja, die Frage mit Homosexualität überspringe ich, glaube ich. Ich glaube, das bringt keinem weiter, wenn ich da irgendwie was reininterpretiere oder so. Ja. Ich finde, jeder soll das schauen, was sich für ihn richtig anfühlt. Ja. Frank, wenn ich höre, was du isst, wie stellst du fest, dass du alles hast, was du brauchst? Wer sich konventionell ernährt, hadert mit deinem Ernährungskonzept. Ja, wer sich konventionell ernährt, hat halt auch Krankheit. Wie gesagt, ein Tier braucht kein Ernährungskonzept. Der Ernährung ist sowas Einfaches und Banales. Okay? Eigentlich das ganze Gerede über Ernährung wird dich am Ende, wenn du wirklich nach Gesundheit strebst, es wird dich dahin führen, dass du kein Konzept mehr brauchst. So. Das Schwierige an der Ernährung umzustellen und gesund zu werden, ist eigentlich nur diesen ganzen Nonsens, diesen ganzen Schmarrn, den man sich angeeignet hat, zu vergessen. Wenn du das Ganze mal vergisst und einfach mal wirklich spürst, richtig spürst, wie was auf dich wirkt, auf deinen Körper und einfach natürliche Lebensmittel isst, wie sie in der Natur vorkommen. Wenn ich in der Natur bin, dann ist da ein Baum und dann würde ich mir da eine Frucht nehmen. Da habe ich auch mal ein paar Tage nichts zu essen in der Natur, wenn da gerade kein Baum ist, so. Und da würde ich es essen, so wie es da ist. Da würde ich keine tausend Sachen mischen. Da würde ich mir nichts, wenn ich Hunger habe, dann esse ich es und koche es nicht vorher. Dann denke ich nicht drüber nach, das zu kochen. Und alle Tiere der Welt ernähren sich rohköstlich so. Und ja, dann gibt es nicht mehr zu sagen. Schau einfach, dass du immer natürlicher isst. Diese Nährstoffkonzepte, die führen meiner Meinung nach mehr zu Verwirrung. Schau einfach, dass du genug Grün isst, damit du die Übersäuerung puffern kannst, die Entgiftung langsam angehen kannst und dann du kriegst alles, was dein Körper braucht. Ey, du hast dein Leben lang irgendeinen Scheiß in dich reingestopft. Du hast dein Leben lang irgendwie Pizza, Pasta in dich reingestopft und hast dir keine Gedanken über Nährstoffe gemacht. Die meisten Menschen, die essen Chips, rauchen, was ja alles wieder Nährstoffe verbraucht. Wenn du danach gehst, was die essen, dann könnte man gar nicht erklären, dass die noch leben. Da ist nichts an Nährwert drin. Ganz im Gegenteil, das raubt dir Nährstoffe. Ja. Und eine Kuh, die denkt auch nicht über Nährstoffe nach. Die isst einfach. Die isst einfach das, was der Körper ihr sagt. Wenn du wieder gelernt hast, es ist ein langer Prozess, wieder auf den Körper zu hören, weil wir einfach so verkopft geworden sind. Aber wenn wir wieder lernen, auf den Körper zu hören, das ist wie wieder zu lernen, ein Musikinstrument zu spielen. Das braucht Übung, jahrelange Übung, bis du wieder richtig sensibel bist und jeden Ton da ganz fein und jede Melodie spielen kannst. Und genauso ist es mit dem Körper, wieder zu lernen, auf den Körper zu hören. Ja. Ja, ich wasche meine Haare mit Wasser, genau. Ja, ganz selten habe ich mal so, ja, manchmal kommt dann, wenn ich manchmal Wascherde benutze,
Davon ein bisschen in die Haare, genau. Aber ansonsten einfach nur mit Wasser, ja. Genau. Geht ganz easy. Happy Gaia hat dazu, glaube ich, mal einen Blogartikel geschrieben. Happy Gaia müsste es gewesen sein. Einfach mal schauen, Haare waschen, natürlich googeln oder in die Suchmaschine eingeben. Ja. So. Ansonsten, ich würde jetzt mal sagen, ist jetzt schon eine Weile vergangen und ich wollte ja einfach nochmal spontan ein paar Fragen beantworten. Deswegen mache ich jetzt einfach mal die letzte Frage hier, die ich gerade sehe. Und es ist: Kommen in Zukunft noch weitere Videos zum Thema Umstellung auf Rohkost? Ich finde dieses Thema ja sehr spannend, also Umstellung auf Rohkost und so weiter. Ja, kommen immer wieder. Umstellung auf Rohkost ist immer wieder Thema. Und genau, ich habe ja auch ein kostenloses E-Book, das kannst du dir holen, falls du es noch nicht hast, auf meiner Webseite einfach. Ich stelle den Link dann auch unter das Video hier mal. Genau, also kostenloses E-Book zur Umstellung auf Rohkost. Dann habe ich einen Videokurs, einen kostenlosen, den du dir einfach anschauen kannst zur Umstellung auf Rohkost. Genau, ist überall immer unter den Videos verlinkt. Geh da einfach drauf, schau dir den Videokurs an. Und ansonsten auch im Happy Life Kurs gehe ich darauf ein, auf das Thema Umstellung auf Rohkost, wie du da Schritt für Schritt deine Ernährung umstellen kannst. Schritt für Schritt immer natürlicher, einfach mit Genuss immer leckere Sachen integrieren kannst. Genau. Ja, das war's aber eigentlich so zum Thema Umstellung auf Rohkost. Also wird immer wieder was kommen, auch irgendwelche Tipps. Ich habe neulich auch mal ein Video mit, ja. 5 Tipps bei der Umstellung auf Rohkost oder einfach welche Lebensmittel du da essen kannst. Das wird immer wieder was kommen. Genau. Und im Moment habe ich eh noch so viele Videos geplant gerade. Ich hatte gerade so viel Lust, so viel zu machen. Da kommt noch so viel. Genau. Ich bin die ersten 2 Wochen, wenn ich in Sri Lanka bin, erstmal ein bisschen unterwegs dort und habe aber jetzt, ich habe irgendwie 20 Videos oder so im Voraus. Die müssen eh erstmal alle noch gepostet werden. Da sind echt noch coole Videos dabei. Auch Iris-Diagnose habe ich noch ein Video drüber gemacht. Da bin ich auch schon mal gespannt, was ihr dazu sagt. Und es ist echt so ein spannendes Thema. Ich habe schon gemerkt, auf wie viel Resonanz es stößt. Ich habe mein Facebook kurz ein Bild nur gepostet und da haben echt schon voll viele geantwortet mit Iris-Diagnose und interessiert voll viel, ja. Genau. Also da kommt im Moment jetzt dann einiges noch auf dem Kanal. Könnt ihr euch drauf freuen, ja. Und dann in Sri Lanka freue ich mich auch schon drauf, da wieder wunderschöne Bilder in der Sonne zu machen. Ja. Jo, aber ansonsten, dann würde ich mal Schluss machen und vielen Dank für eure Fragen. Es hat Spaß gemacht. Vielleicht mache ich mal wieder dann Live-Q&A nochmal die Tage. Sowas macht mir echt voll Spaß, einfach nur ganz. Und es ist so angenehm, weil die, ja, sonst so viele E-Mail-Fragen, das wollte ich auch öfter mal machen. Also wenn ihr Fragen schickt per E-Mail oder per Facebook, dass ich die dann einfach auch hier beantworte, weil es ist so viel einfacher, jedem einzeln zu schreiben, es ist wirklich viel Arbeit und ja, wenn ich alle Nachrichten beantworten würde, die kommen, dann bin ich 24 Stunden am Tag nur damit beschäftigt. Ja, und deswegen ist es mir halt auch nicht möglich. Die meisten Nachrichten, die ich lese, wirklich eigentlich fast alle Nachrichten, aber ja, beantworten kann ich leider nicht alle, wie gesagt. Genau. Ja, ansonsten, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ja, bis zum nächsten Mal und ich freue mich dann auf die Zeit in Sri Lanka und dann noch mehr Videos für euch zu machen. Genau, ansonsten, ja, macht's gut, schönen Abend. Ciao.